Ach, da laufen die da vom Äußeren drauf. Das ist ja doof. Jetzt mal, wenn wir das jetzt... Jetzt habe ich... Ne, die roten will ich dann nicht. Aber zwei Stück. So, wenn wir den jetzt... So rumlaufen lassen und dann so. So, ist das jetzt so, wie ich mir das gedacht habe? Nicht so richtig, ne? Das, doch, ja doch, das sieht gar nicht so verkehrt aus. Die werden hier gar nicht zwischengelagert, weil die jetzt gerade hier die ganze Zeit sofort rüber dran. Ah, ich weiß, der hatte. Wir hatten gerade keine, weil. Nee, kann nicht sein. Tja, ich weiß es nicht. So, dann. Das ist alles fast nur Eisen. Wie viel Eisen haben wir denn im System? Eine Menge. Kupfer auch, Plastik, Stahl, 1800. Nicht schlecht. So, achso, wir wollten nicht hier ohne Produktion laufen lassen. So. Blaupause, Rückbau. Das ist natürlich, das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ich habe jetzt mittlerweile herausgefunden, wie die funktionieren. Da kann man einfach Befehle geben, was abzureißen oder aufzubauen. So, Reparaturkits. Da können wir erstmal ein paar von machen. Und dann bin ich ja eigentlich zufrieden jetzt hier mit dem Einsortieren. Hier drehen gerade Kupferplatten ihre Runden. Aber ich sehe gerade, die werden hier gar nicht aussortiert. Was sind das denn überhaupt hier? Anbieterkiste. Jo. Dann brauchen wir einen intelligenten. So, und hier bitte, nee, du bitte Kupferplatten. Da sind nämlich ein paar unterwegs, die stören da. Dürften eigentlich nicht viele sein. So, haben wir noch irgendwas im Inventar, was stört? Ja. Die... Reparatur. Werden die hier rausgeholt, wenn wir die hier reinpacken? Ja, praktisch. Äußerst praktisch. So, was heißt das? Alarm. Jo. Ist klar. So, wie sieht's denn hier aus, Kiste technisch? Das Eisen wird langsam abgebaut. Ja, hier. Dauert das noch ein bisschen, aber gut, da kommen wir mal zwischendurch andere Sachen rein. Wichtig ist, dass die gleich leer ist. Und dann kann man das vielleicht, als sich hier sowieso staut,
nicht mit zwei Kisten, sondern mit einer Kiste machen. Das mache ich jetzt schon. So. So. Aber den Quatsch hier nehme ich gar nicht. So. Und einfach so. Und wo sind sie? Will ich auch mal irgendwie mal aussortieren hier. Da, schneller Knickerroboter. So, das reicht, glaube ich. Und kriegen wir das Band schon vor genug hier. Und hier packen wir jetzt mal noch ein bisschen Überschuss. Was haben wir denn eingestellt? Logistikmäßig sollen wir doch gar nichts mehr kriegen. Dann hauen wir das doch alles hier rein. Die zwei Batterien. Stahl behalten wir mal. Gar nicht so schnell eingeladen. Aber gut, dass wir so viele rote über haben. Ich sehe aber immer noch, Forschung schleicht so dahin, weil wir zu wenig Batterien haben. Damit wären wir bei dem anderen Problem, was wir letztens festgestellt haben. Dem Ölproblem. Ja, warte mal. Was ist denn los hier? Rot? Hallo? Kupferplatten? Irgendwo. Stimmt hier gerade was nicht. Da sollten doch eigentlich noch Kupferplatten mit auflaufen. Mist. Die sollten doch mit auf das Förderband hier gekommen sein eigentlich. Wahrscheinlich von hier, ne? Deswegen wird auch gerade... Ne, Anbieterkiste, da musst du nachfragen. Aber wie haben wir denn, wir haben doch den Kupfer auch, das Kupfer doch auch hier anders rüber gekriegt. Gibt's auch gar nicht, oder? Nur noch hier müssten wir noch Kupfer drauf gehabt haben. Steht alles hier. Grün ist komplett voll. Kupfer. Kupfer landet da drüben. In einer Nachfragekiste. Okay, das ist okay, weil der hier, der macht die Drähte. Das ist gut. Aber ich weiß nicht, wie wir das vorher gemacht haben. Versuchen wir es einfach mal. Eine Nachfragekiste. Setzen wir die da hin. Jetzt müssen wir gucken. Ach, kein Strom. Nee. Der ist mir ein bisschen groß. Nehmen wir den. So. Ach, wir hätten noch einen gehabt. Naja, ich stehe ja schon nicht mehr im Weg. So. Und dann machen wir hier Logistik, bitte Kupfer. 50 Stück. Und der packt die natürlich auf die Seite.
Da kommt. Da kommt das Kupfer. Moment, stopp. Der greift das hier alles weg. Der greift das alles weg. Das kommt von da. Von euch. Ihr arbeitet alle auch normal. Das Ding habe ich mal irgendwann nachgebaut, ne? Richtig. Pass auf. Da kommt ein ganz normaler Knick am Roboter hin. Was? Scheiße, die werden ja mal stärker. So. Laufen die Roten aber wieder. Die haben mir hier oben Türme kaputt gemacht. Hä? Wie das denn? Alter, das sind aber auch Riesendinger jetzt. Scheiße. Oh, 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 oh. Aber warum sind... Wie sind die denn? Hier ist doch... Oder haben die... Dann schießen wir nicht. Scheiße. Irgendwo habe ich gerade ein Riesenproblem. Scheiße, und ich habe keine Lilane mehr. Hilfe! Scheiße, scheiße, jetzt haben die mir wieder ein Roboport. Was ist denn alles kaputt? Aber ich habe das überhaupt nicht kapiert. Warum haben die nicht geschossen? Ich brauche Lasertürme. Dafür brauche ich Batterien. Batterien ist ein Problem. Großes Problem. Jetzt hakt gleich wieder alles hier. Mal eben das, was benötigt wird, hier irgendwie in die Logistik rein. Das sind Röhren. Erst aufmachen. Tja, ich weiß nicht, wo. Ich weiß nicht, wo die jetzt wieder hergekommen sind. Wahrscheinlich noch hier oben, ne? Hier hätten wir mal schnell mal erstmal zumachen sollen. Unbedingt Munition machen.
Also, wir lassen das jetzt unsere Roboter reparieren. Wir brauchen Knickarmroboter. Das sind die normalen. 1, 2, 3. Drei befeuerte Kessel. Wo sind sie? Da. 1, 2, 3. Zwei Förderbänder. Ein kleiner Strommast. Einer davon. Ja, der Roboport, na toll. So, die drei. Die Logistikroboter ist Quatsch. Wieso habe ich hier Logistikroboter? Mauern sind wichtig. Dann die kommen da rein. Habe ich die jetzt da reingetan? Nein. Wo habe ich die denn jetzt hingetan? Da. Das und das. Und das. So, und Lasertürme herstellen, verdammt. Ja, Batterien. Nein, 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 nein. Ist immer noch das Problem. Die werden sich jetzt immer noch nicht stauen, ne? Doch. Ja, natürlich stauen die sich. Tja, irgendwie sind wir gerade auf verlorenen Posten. Die interessieren sich überhaupt nicht mehr für uns. Zerlegen uns hier nach und nach jetzt alles. Und wir kommen leider nicht mehr hinterher. Gut, ja. Das ist doch ein hervorragender Abschluss für dieses Projekt. Wir haben es natürlich durchgespielt, aber ist ja auch nicht unbedingt Sinn der Sache bei so einem, diesem Let's Play. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, was man hier so alles erreichen kann. Und es gibt jede Menge Mods noch. Die können wir uns vielleicht mal in einer anderen Folge mal angucken. Wenn einer Interesse daran hat, einfach kurz schreiben, dann kann ich die mal gerne vorstellen. Ansonsten, ja, ich werde es auf jeden Fall nochmal neu anfangen. Ob ich es damit aufnehmen werde, weiß ich nicht. Ich denke eher nicht. Einfach mal für mich so ein bisschen spielen. Bam, und da geht schon wieder alles in die Luft. Ja, und ja, dann sage ich einfach vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht in einem anderen Let's Play. Also, bis dann. Tschüss.